Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen zurück zu Starbound. Und wir sind mal wieder auf meinem Schiff und schauen, dass wir wieder auf dem Planeten runterkommen, oder Herr Gobinger? Ja, das klingt gut. Warst du gerade irgendwie woanders oder warum hattest du so Sprachfindungsstörung? Ich wollte gerade was anderes sagen und habe mir dann gedacht, nee, doch nicht. Also, wir sind wie immer verplant. Ja. Ja, planlos im Weltall. Genau. Wenn wir Schweine wären, wären wir Schweine im Weltall. Genau. Jetzt ist nur der Dr. Abe und sein Fischkopf. Ja. So, ja, wollen wir gleich runter zum Planeten. Was haben wir die Folge vorkommen? Ja, also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wollte ich ein bisschen bauen, glaube ich. Oder sollte ich ein bisschen bauen und du wolltest dich in die Erde graben, irgendwie so. Ja, so war der Masterplan. Der Masterplan. Ich brauche nämlich Kannst dich ja gleich hier vorne links, wa? Ja, genau, ich brauche nämlich noch ein paar Fragmente. Mhm. Jetzt muss ich mal erst schauen, ob ich genügend Treppen habe. Naja, ja. Also diese Treppen muss ich auch noch bauen. Genau, und Fackeln brauche ich auch noch. Mhm. Und irgendwelche Wünsche zum Haus? Nö, das überlasse ich komplett dir und lass mich überraschen, wenn ich hoffentlich in einer halben Stunde wieder da bin. Ja, und Gartenarbeit wäre auch mal. Also vielleicht mache ich auch als erstes ein Feld, mal gucken. Also so wichtige Sachen wie ein Ofen wäre vielleicht ganz gut. Ich denke, die baue ich im Keller. Ich glaube, das kommt nett. Ich habe mir schon was ein. Ich tue gleich mal hier in die Kiste alle meine Erze und so Geschichten. Das klingt gut, genau. Dann kann man das gleich einschmelzen. Hier, genau. Kohle nehme ich mit. Bauen wir mal gleich so Gold, Leder. 100 von den Plattformen sollten, glaube ich, erstmal reichen von den Treppen. Dann schauen wir mal. So, ja, dann fange ich doch am besten gleich an. Die Deko-Sachen und so Geschichten habe ich hier, weil also wenn du da irgendwas brauchst, ich habe da so Fackeln, Stühle und so weiter. Mhm, und okay. Kisten habe ich hier drin. Das ist gut. Kann ich sonst irgendwas da lassen? Bomben nehme ich mal mit. Natürlich haben wir Nacht. So. Jetzt lege ich hier in die Kiste rein. Ich brauche Schlamm. Hast du zufällig Schlamm? Nee, Schlamm habe ich gar nicht. Sonst kann ich uns keinen Ofen bauen. Schlamm, warte mal, ich schaue, ob ich Schlamm habe. Aber ich glaube nicht. Eisenbahn? Also ich brauche auf jeden Fall doch, ich habe Schlamm. 73. Lagerfeuer habe ich, Gott sei Dank. Ja, mir reicht ein Schlamm, dann kann ich. Der braucht tatsächlich einen Schlamm. Ja, perfekt. Dann fangen wir mal mit dem Ofen an. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung, überhaupt was zu bauen. Kann man das hier auch? Ah ja, das kann man auch ziehen, okay. Hm. Dann gucken wir mal. Genau. Und ich buddel mich jetzt hier mal nach unten und versuche die Fragmente noch zu finden. Also bei mir ist jetzt ein bisschen mehr Action und bei Gobinger ist ja der kreative Part in dem Fall. Hausbau für Anfänger. Oder auch Tine Wittler Modus. So, wollen wir ein bisschen Reis essen? Ich habe schon wieder Hunger. Jetzt kommt die letzte Konserve. Ah, guck, wenn du ganz viel isst, dann hast du da oben links ein Symbol. Und dann... Dass man nicht mehr essen kann. Regeneriert sich der Körper langsam. Steht da. Okay. Nee, ich glaube nicht, dass du hast jetzt eine besondere Nahrung gegessen, die das hervorruft wahrscheinlich, oder? Eigentlich habe ich nur so gegessen, dass ich mehr als der Hungerbalken hatte. Ah, okay. Zumindest ist das, was der gute Computer mir gerade gesagt hat. Dann stellen wir den Ofen mal hier in der Ecke. So. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Gucken wir mal. Ah, hier siehst du, Kupferbarren. Wollen wir mal gleich hier ein bisschen schmelzen, was wir haben. Dann werden wir bestimmt noch was brauchen. Goldbarren haben wir auch schon. Mein, und Silber. Kann man hier noch... Papier kann man machen, Schießpulver, okay. Das Coole ist, wir lernen ja auch noch verschiedenste Rezepte erst mit der Zeit. Also wir können später viel, viel mehr bauen, als wir jetzt aktuell machen können. Ja, es kommt ja noch massig dazu. Ich habe gerade gesehen, du kannst die diese Apparaturen, also die Öfen und so, die kannst du auch upgraden. Da braucht man dann Wolframbarren und Kohle. Also das kommt wahrscheinlich später, oder Glas. Das heißt, da kommen dann auch nochmal Sachen dazu, die wir jetzt gar nicht zur Verfügung haben.
Aber ich schmelze jetzt erstmal fleißig ein, weil ich denke mal, für das eine oder andere werde ich auch ein bisschen Rohstoffe brauchen. Kupferbarren haben wir ja ein paar, wa? Ja, Kupfer habe ich schon einiges gesammelt gehabt, ja. So, was haben wir hier noch? Amboss könnte ich uns bauen, das klingt doch schon mal gut. Den brauchen wir unbedingt, um die Rüstung zu bekommen. Ich hätte die Rüstung jetzt eigentlich schon gerne gehabt, aber... Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Webschuh und dafür brauche ich ein Seil, okay? Ein Seil kann ich da aber, glaube ich, schon bauen, jawohl. Craften wir mal gerade ein Seil. Dann haben wir nämlich schon mal alles Wichtige. Damit fange ich erstmal an. Bevor ich hier groß rumbaue. So, wollen wir den Keller mal ein bisschen ausstatten. Ich könnte das mal machen wie ein Abenteuer. Einfach springen? Nee, ich habe eine Flare runtergeschmissen in die... Ah. Hast du ja wenigstens deine Indianer-Mütze auf, Indiana-Jones-Mütze? Nee, aber ich habe so Seile gefunden. Ah, okay. Das klingt doch dann... Guck mal, dann, wenn wir jetzt schon mal hier bauen, ne, dann nehme ich doch auch den Tisch hier und stell den nach unten. Oh. Kann man sich eine Peitsche auch noch bauen? Eine Peitsche? Wer weiß, was du wieder für verwegene Gedanken hast. Oh. Merk schon. Boah, leck. Hier geht's ewig weit runter. Ich bin hier voll in dem Riesenschacht. Und ich hab wieder so, ich hab so eine Tür gefunden. Die leuchtet blau, Goringer. Oh. Eine blaue Tür? Aha. Okay. Ist das so ein Mini-Dungeon? Könnte sein. Doch mal nach. Erlebst du hier wieder voll die Action, wa? Ist kein Wunder, dass sie mich nicht dabei haben. So, dann machen wir den Stuhl erstmal jetzt hier. So. Ich hab ein Baummonster. Baummonster? Ich schieße jetzt auf das. Ich schieße immer mal. Ja, wir bauen hier mal heute fleißig vor uns rum. Lagerfeuer muss jetzt auf der anderen Seite, habe ich beschlossen. Weil ich werde jetzt hier erstmal ein kleines Feldchen bauen. So eine Fackel irgendwie am Haus wäre doch auch schön, ne? Lecker, halten die viel aus. So. Oh, ich bin schon fast tot. Vielleicht die Höhe hier. Hm? Da unser erstes Feld hinkriegen. Die Hacke. Ich brauche eine Schnur, okay. Eine Schnur kriegen wir, glaube ich, hier an der Webstuhl. Ja. Siehst du? Ich habe gesagt, das brauchen wir alles. Erstmal alles bauen. Und eine Gießkanne, die bauen wir auch gleich. Habe ich jetzt eine hergestellt oder nicht? Nee, hat er nicht hergestellt. Jetzt. Okay. Ah, hier gibt es dann auch einen Jagdbogen oder so, ne? Ja, den baue ich mir ganz wichtig. Ja, ich habe Jagdsperre, habe ich sogar schon ein paar. Ja, ich habe nur diese Wurfpfeile. Ach, mit denen kann man Fleisch und andere Sachen. Genau. Aber ich glaube, ich kann. Nee, kann ich nicht. Was fehlt denn dafür? Auch wieder eine Schnur. Okay. Guck mal, ob ich uns zwei so Jagdbögen gleich machen kann, wenn ich schon mal dabei bin. Oh, das wäre super. Das ist jetzt noch nicht groß Hausbau, aber das ist wichtig. Ja, zwei Stück, perfekt. Das heißt, einen Jagdbogen kriegst du auch schon mal, den stelle ich schon mal hier unten hin. Wer die letzte Folge nicht geguckt hat, der soll sich erstmal schämen. Und Gobinger hat ja letzte Folge schon ganz viele dieser... Erze gesammelt in dem Dungeon, wo wir waren. Deswegen bin ich jetzt allein hier runtergegangen, weil ich diese Erze noch brauche. Die gibt es nur hier unten, also ganz nahe des Planetenkerns. Und die muss ich mir noch holen. Ich sortiere mir hier gerade erstmal mein Inventar so ein bisschen. So, dann wollen wir doch mal ein bisschen den Boden auflockern, ne? Ah ja. Das erinnert mich so ein bisschen jetzt an Stardew Valley. Ich bin wirklich in so einem Jump'n'Run Mini Dungeon. Wallack. Mit. Boah. Ich wollte Jump'n'Run ja eh so toll bin. Ja. Die guten alten Mega Man und Super Mario Zeiten, ne? Ja.
Ah, das waren noch Spiele. Das stimmt. Da war Grafik noch nebensächlich. Aber das ist ja hier auch so ein bisschen dieser Retro-Stil. Ich mag das eigentlich. Das ja. Das ist ja jetzt wieder total im Trend eigentlich. Das war ja jahrelang, hast du das ja gar nicht gesehen. Da musste die Grafik immer besser werden. Aber irgendwie... Also, jetzt bei einem Shooter oder so, möchte ich eigentlich schon... oh, shit. Nein, nicht beenden. Achso, das ist ein Kopf. Möchte ich schon gute Grafik haben. Ja. Aber jetzt hier, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Also ich finde auch, gerade dieser Rhythmus, der kommt in diesen Spielen, das weiß ich, das hat so eine besondere Atmosphäre einfach. So ein paar Tomaten. Also unser erstes kleines Feld haben wir hier. Cool. Ich habe jetzt noch keinen Kakao und noch keine Baumwolle gepflanzt, einfach weil mir die Nahrung erstmal wichtiger ist. Aber irgendwie muss man ja anfangen. So, du wolltest eine zweite Etage, denke ich, ne? Da hatten wir doch mal irgendwas gesagt von wegen, dass jeder sein eigenes Zimmer kriegt. Machen wir hier... Okay, zu der Kiste kommt man noch nicht. Ich schätze mal, da müssen wir erst irgendwie den Körper upgraden oder irgendwas upgraden, dass man rutschen kann, dass man hier zu dieser Kiste kommt. Also wie gesagt, wer den Abenteuermodus sehen will, der muss jetzt mal Bambu einschalten. Kobinger, ich werde das nicht überleben. Das ist so schlimm. Oh ja, das sind ganz viele, die haben ganz viele böse Waffen. Okay, also wieder welche. Schwerter und ja. Schwerter, Schusswaffen, Dreizecke. Ja, in diesem Dungeon hier. Also einen richtigen Dungeon. Ja. Okay. Also in einer anderen Dimension bin ich gerade. Ah, okay. Ach, das sind diese Jump'n'Run Dungeons, ne? Ja, aber boah, jetzt ist doch ein Sniper auch noch. Ich glaube, ich bin. Vielleicht sollte man sowas doch lieber zusammen machen. Ja. Jetzt bin ich hier im Öl. Im Öl, ja, im Öl soll man nicht baden, ne? Ja, da wird man ganz langsam. Das verbraucht aber ganz schön Holz hier, wenn ich so baue. Ja, ja, ich das ist mal so was ich da gesagt hab. Oh, leck. Naja, schauen wir mal. Ha! Ich hab sie alle niedergestreckt. Alle! Und hier ist eine Kiste. Müder Berserker. Merkt das schon. Kann mir hier ja nichts passieren, wenn ich dich an meiner Seite hab. Was jetzt hier die Besonderheit ist, hier in diesen Dungeons kann man nichts abbauen. Das ist geschützt, ah, okay. Weil sonst wäre es ja zu leicht. Jetzt habe ich hier so eine neue Waffe. Testen wir die mal. Du hast schon wieder eine neue Waffe bekommen. Ja, voll den fetten Hammer. Mann. Der Vue. Man sagt, er war ein Sammler. Jäger und Sammler. Und schon sind wir wieder zurück. Also, ihr habt gesehen, in dem Dungeon wäre jetzt noch ein bisschen mehr möglich gewesen, wenn wir schon ein höheres Level gehabt hätten. Wäre es da bestimmt auch noch weiter gegangen, aber da also ich mit dem aktuellen Level halt jetzt hier nicht mehr weit gekommen. Weil man, da muss man eben bestimmte Sachen können, wie das Rutschen oder Hochspringen oder sowas. Das gibt's alles noch in dem Spiel. Ja, da gibt es so Boost-Pakete, ne? Ja, genau. Man ganz schnell laufen kann und so. Aber das kommt alles später. Aber weißt du, Gominger, wenn du fertig bist mit dem Bauen, kannst du ja, glaube ich, eh zu mir herbeamen, kann das sein? Ach stimmt, wir können direkt beamen, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja. Jetzt, wo du das sagst. Ich überlege gerade, ob wir uns erstmal mit einem Schlafzimmer zufrieden geben. Ich kann dabei oder auch ich... im Schlafsack schlafen. Ja, genau. Du brauchst ja eh keinen Schlaf. Du bist ja. Ich könnte, wie gesagt, wenn du willst, kann ich dir auch so einen Kletterbaum hier hinsetzen. Das ist alles kein Problem. Ein Kletterbaum? Naja. Für Affen? Extra für den Affen, genau. Kriegst auch Bananen zum Frühstück. Ja, das will ich hoffen. Dann kannst du es machen. Ja, Bananen gibt es ja auch im Spiel, ne? Ja, klar. Ja, da weiß ich ja, was dein Hauptnahrungsmittel ist. Ja. Sobald wir es anbauen können. Bananen. Oh ja. Ich esse auch im Real Life sehr gern Bananen. Aber ich habe noch keine gefunden hier. Nee, da müssen wir bestimmt auf einem anderen Planeten. Man kann auch ganz viele
Boah, leck der. Boah, cool. Wow. Oh je, ich höre schon die Begeisterung. Der Hammer. Also, ich habe einen Hammer. Und der ist der Hammer. der kann erstens mal ziemlich zuhauen. Und wenn ich die rechte Maustaste klicke, macht er so ein Schild um mich rundum, das auch noch Schaden verteilt. Ja, ich glaube, ich muss auch mal auf Abenteuerreise gehen. Ich höre das schon. Cool. Findet ihr da einfach so einen Hammer? Ein Hammer. Nicht der Hammer ist das. Jetzt bin ich jetzt in so einer Ölhöhle oder was das ist. Keine Ahnung, was das für ein. Schauen so, da brauchen wir noch eine Tür. Das kann ich noch gar nicht abbauen. Doch, kann ich schon. Bienenstockblock. Oh, Bienenstock? Ich bin okay. Eine Biene. Oh, da ist eine Kiste. Wo bist denn du da schon wieder? Du machst mich richtig neugierig, wenn ich. Ich bin. Ich hab keine Ahnung. Oh, ich könnte uns Kupfer. Und ich hab die erste Rüstung gefunden. Aber das sind nur Beinschienen, die bringen nichts. Ach ja, da war doch was mit den Fasern, ne? Wieso was mit den Fasern? Ey, die brauchen wir für die Betten. Jo. Ja, so. Ich glaube mich jetzt mal hier weiter in den Bienenstock. Oh, was ist denn das? Silbererz. Oh, ich hab Hunger. So kennen wir ihn. Immer nur Mümmel, ne? gekochtes Löwen. Oh, ist das schön. Er wird langsam wohnlich hier. So, jetzt fehlen noch natürlich die wichtigsten Sachen zum wohnlich werden. Möbel. Der Schlafsack kommt erstmal weg. So, Fasern kann ich doch bestimmt. Ja, ein bisschen Gewebe hier. Mal gucken, ob das reicht. Auch diese Geräusche immer, ne, wenn du nähst. Wie als wenn du eine Nähmaschine vor dir hättest. Ja, ja, so. Also richtig mit viel Liebe ist das Spiel gemacht. So mit sehr viel Detail. Viel, ja, Liebe, also muss man echt sagen. Einfach nur herrlich. Ja. Oh, ich könnte dir ein Eisenbett machen. Oh. Ohne Matte, oder? Oh, ich krieg nur ein Holzbett hin. Oh, das sind Fledermäuse. Wir brauchen noch mehr Gewebe. Wenn du diese Lianen irgendwo siehst, dann darfst du die gerne mitnehmen. Weil wir brauchen mehr Fasern. Baue ich schon die ganze Zeit ab, ja. Achso, warte mal, ich glaube, da ist tatsächlich der Vordergrund im Weg, ja. So. So, da haben wir schon mal das erste Bett. Ich könnte uns Etagenbett machen. Möchtest du einen eigenen Schlafraum haben, oder? Nein, ich bin tot. Wie nein? Ach, du möchtest lieber im Schlafsack schlafen. Okay, kein Problem. Ich kann auch ein Zelt für dich durchstellen, wenn du möchtest. Sag nicht, du bist tot. Doch. Ich muss nach unten wieder. Was machst denn du da? Wie kann man nicht einmal alleine aus dem Haus lassen? Nein. Es waren auf einmal so viele. Ist das so? Mhm. So, dann kommt hier nochmal. Wo hast du die coolen Lampen her? Die habe ich selber gebaut. Cool. Ach, ja, ne? Ich finde auch. Was hast du da gebraucht dafür? Kupfer. Oh! Ich war so frei. Er baut sich keine Rüstungen, er baut erstmal Lampen. Ja, wenn ich schon mal ein Haus baue, ne? Ja, ist schön. So, jetzt muss ich da wieder runterfinden. Na schön. Willst du mitkommen? Oder willst du weiterbauen? Ich wollte hier eigentlich auch noch ein Schlafzimmer bauen. Jetzt bin ich einmal dabei. Ja. Boah, ich habe meine ganzen Heilsalben verloren. Oh, Mist, ich habe nichts mehr zum Essen, das liegt alles da unten. Oh. Das Essen, das würde ich als schlimm empfinden, glaube ich. Ja, und die Heilsalben auch. Ja. Ach, shit. Das habe ich nicht so schwierig in Erinnerung, muss ich gestehen. Hast dich nur wieder aus dem Konzept bringen lassen, sei ehrlich. Ja, meine Leitern sind auch alle weg. Ah, mein Gott. Craften. Mist, jetzt kann ich es mir nicht mal craften, weil ich kein Bauholz habe. Ja. Soll ich dir helfen? Ja. Irgendwie sagt mir mein Gefühl, dass du ohne mich nicht zurechtkommst. Ja.
Soll ich dann doch hier erstmal abbrechen? Wäre cool. Okay. Aber dann sollten wir vielleicht, wenn das wirklich da so, so wild zugeht, die Sachen einlagern. Ja, dass du nicht, wenn du wirklich sterben solltest, zu viel verlierst. Nicht, dass ich hier auch noch den restlichen Kram verliere. Wir müssen auch aufpassen, wenn wirklich einer stirbt, dann muss der andere am Leben bleiben. Du hast eine Brunnenabdeckung mitgenommen? Ja, das muss ein Brunnen machen. Okay. Also von den Plastik-Kunststoffstühlen haben wir ja jetzt genug, ne? Ich denke schon, Stück. Ja. Sollten reichen. Da musst du einen kleinen Moment warten hier, ich muss das einlagern. Ja, ja, ich baue dabei Fasern ab. Gut. Ja, soll ich das Zelt mitnehmen? Ich könnte auch den Schlafsack mitnehmen. Ja, ich habe jetzt leider... Doch, ein Zelt habe ich sogar noch mit dabei. Ja komm, Zelt nehmen wir mal mit. Die Setzlinge lasse ich auch mal im Inventar. Ja, Setzlinge sind so. Die ganzen Ziegel und so. Die Steine. Oh, aber die Fragmente hier und so, die sollte ich. Und diese Energiekerne. Ich habe nämlich schon 4 von diesen Modulen. Und so eine Deckkarte. Ja, ein Modul habe ich auch eingeladen. Warum hast du jetzt den Bogen nicht mitgenommen? Ja, gute Frage, nächste Frage. Nimm mal bitte mit. Ja, ja, ich merke das schon. Ach, was würdest du ohne mich machen, ne? Ja, ohne meinen Fischkopf. Ein Haus bauen jedenfalls. So, ich habe ja so Klauen. Mal gucken, wo man die später für braucht. Kohle lagern wir ein, wobei das wäre jetzt egal. Gehärteter Rückenschild, okay. So ein Monsterloot. Ja, ist ein bisschen Monster. Leder haben wir schon. So. Dann kommen wir mal zu dir. Achso, ich kann ja, glaube ich, direkt zu dir porten, ne? Ja, du musst aber zurück aufs Schiff. Nee, ja doch, tatsächlich. Ach, da ich, ja, dazu sollte ich erstmal vor die Tür gehen. In den Regen. Aber Wasser stört mich ja nicht. Ich, von daher. So. Ach guck, ich bin jetzt sogar tatsächlich auf deinem Schiff, sonst lande ich meistens auf meinem Schiff. Ey, das war clever. Und wieder beamen. Weil es so schön war, gleich nochmal. Jetzt auf mein Schiff. So, oh je, wo bist denn du? Ich hab Hunger. Toll. Gutes Timing, um Hunger zu haben. Oh, ich habe gar kein Essen dabei. Ich hätte vielleicht mal kochen sollen. Jetzt gebe ich dir erstmal. Hast du denn noch Essen mit? Essen habe ich noch ein bisschen. Aber ist jetzt nicht schlimm, wenn wir einen Bogen haben, können wir uns ein bisschen was schießen. Da hast du. Genau. Dann brauchen wir nur ein Lagerfeuer, ne? Weil meins musste ich tatsächlich aufbauen wollen. Weil ich das für den Ofen gebraucht habe. Wo bist du denn lang? Rechts oder links? Nach links. Vorsicht, das sind diese Steinwesen. Da wäre ein Haufen die, Kohle. Gibt dir Rückendeckung und hier Kupfer. Nehmen wir auch gleich mit. Ich renne hier voll im T-Shirt rum. Du wirst ein Fisch sein ohne Wärme empfinden oder Kälte empfinden. Vermutlich. Wärme, Kälte, was ist das? Okay. Wieso gucke ich da wieder nicht drauf? Da ist was im Weg. Also ich höre schon die Viecher da unten rumrennen. Und hier ist der Bienenstock. Muss ich da jetzt, kann ich da einfach runter? Ein bisschen Schaden bekommst. Ja, habe ich gehört. Diese Geräusche, ne? Mhm. Da geht's runter, ja? Ja. Okay.
Boah, was hier einfach. Achso, das. Ich wäre hier einfach beinahe ins Loch gesprungen. Übermütig, wie ich bin. Genau, da unten kommt dann das Zeug, das wo. Jetzt bräuchte man natürlich so Stufen oder so Treppen. Hast du welche gebaut? Ja, die habe ich aber nicht mitgenommen, weil wegen Hausbau. Da habe ich auch kein Holz dabei. Du hast kein Bauholz dabei? Alles eingelagert. Schlecht. Oder? Warte mal. Oh doch, ich habe tatsächlich Bauholz dabei. Aber wir brauchen für die Stufen, brauchen wir den. Kann man da einfach runterspringen? Auch wieder mit minimalen Schaden. Ach, da liegt mein Zeug. Dann haben wir gleich wieder Stufen. Oh. Oh. Was sind das für Viecher? Die spucken. Boah, leckt auch. Überall ist es im Nordenkart. Wah! Aber nicht auf mich. Mich mögen sie. Oh. Was halt Zeug jetzt wieder? Ja. Jetzt muss ich wieder hoch, ne? Nee, komm mit. Wenn du schon da bist. Oh, ein Pfeil. Ich hab nur zwei Fackeln. Der Pfeil ist von mir. Fackeln habe ich genügend. Nein! Ich wollte gerade sagen, baust jetzt unter mir alles weg, ne? Oh. Wow, was ist das cool. Ja, das ist das, was ich erzählt habe. Dieses Schild. Ich würde mir auch mal ein paar Fackeln machen. Oh, was sind das da oben? Und ein paar Hellseilen wäre auch nicht schlecht. Ach, das war nix. Wollen wir mal schauen, wo meine Treppen sind. Und hier sind sie. Blindschuss. Ja, das hat sich ja gelohnt. Gut, dass ich mitgekommen bin. Mach mal das Eisen ab. Wo ist jetzt die Gefahr, von der du gesprochen hast? Die haben wir alle gemeinsam getötet. Ach so. Ja, okay, ich verstehe. Die super, super gefährliche Gefahr. Ja, das waren so viele. Echt, kam mir gar nicht so vor. Echt, tatsächlich, es kam mir weniger vor, aber okay. Wenn du das sagst, ich glaube. Für den einzelnen Affen waren das viele. Ja. Da muss erst so ein Fischkopf kommen, ne? Ja. Oh! Okay. Ich habe was gefunden, Fischkopf. Oh! Verdammt, da komme ich nicht schnell genug hin. Oh, nur ein Manipulator-Modul. Ja, habe ich auch schon welche gefunden. Aber die Truhe nimmt die schön. Ja, die nehme ich mit. Ich grab mich da jetzt mal durch, ne? Auf dem Weg zu Ape. Ape Escape. Kennst du das Spiel noch? Oh ja, lange ist her. Oh, hier ist ja auch noch mal. Oh. Oh. So, jetzt kann es ja wieder spannender werden. Hier ist eine Säule, die mich stört. Aha, eine Säule, was? Gelernt, wie man Säulenblock herstellt. Oh, nee. Oh, da ist nichts drin. Aber genau die Säulen meine ich, da habe ich nämlich auch schon welche. Die kann ich jetzt schon bauen. Dadurch, dass ich es abgebaut habe, habe ich gelernt, wie es geht. Die kann ich auch schon bauen. Ah, okay. Die nehme ich trotzdem mit, wenn sie schon mal hier sind. Ja, stimmt. Irgendwas. Wenn wir unseren Palast bauen. Oh, ganz viel Silber. Oha. Sind wir doch auf Höhlenexpedition hier, ne? Ja. Ja, ich war. Bei mir war es sowieso geplant. Ja, ja. Das Haus ist zwar nicht fertig, die oberste Etage ist noch offen. Und vor allen Dingen kann man uns so übers Dach reinsteigen. Oh. Ja, ist ja eine Treppe, ne? Wenn die Banditen kommen? Ja. Die bösen, bösen Flugbanditen. Ja, ich hoffe nicht, dass die bösen, bösen kommen von der anderen Dimension. Die waren zwar echt heftig. Wieso komme ich da nicht hoch? Ich glaube, ich kann nicht so weit springen wie du. Echt jetzt? Ja, das habe ich schon ein paar Mal gehabt, das Gefühl, dass du weiter springst. Oh hier, ist ja auch cool. Einfach mal so im Hintergrund. Ah, das kann man auch gut abbauen, das ist so Sand, ne? Mhm. Diese Musik ist einfach so toll.
Oh, hier geht's weit nach unten. Ich hoffe, die ist nicht zu laut. Also wenn sie zu laut ist, dann müsst ihr das einfach sagen. Dann kann man die natürlich auch leiser machen fürs nächste Mal. Da springe ich jetzt. Doch, da springe ich. Was ist das? Leuchtefischi. Was ist das hier? Ein Haus. Oh, ein Haus. Ey, da Dachziegeln. Die nehmen wir mit. Verbände, ich habe Verbände. Oh, ein Hocker. Den können wir brauchen für unser Webstuhl. Ja, ja, das sieht ganz nett aus. Aber die Dachziegeln möchte ich vor allem auch haben. Boah, ein Pokémon. Und das pups. Pokémon mit Blähung. Oh, oh, ich sterb gleich. Mal lieber Medipack oder so. Ich baue mir jetzt hier mein Zelt auf. Normale. Holzbrückenblock. Legt der sich schon wieder pennen, ne? Ja. Mann, 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 da. Oh, dahin ist Gold. Und ah, in der Wand ist Eisen. Also ihr seht schon, wenn man hier in die Erde geht, man findet extrem viel. Die Entwickler nennen das Mikro-Dungeons. Und da gibt es ganz, ganz viele verschiedene. Also ich habe, bevor das Spiel fertiggestellt worden ist, hat es schon Masse gegeben. Von kleinen Ministädten bis hin zu Pilzdörfern. Pilzdörfer? Ja. Ja, dann Minen, wo wir ja eh schon gesehen haben. Und ja, also verschiedenste Sachen, was sie sich darum einfallen lassen. Also richtig genial. Dann haben wir jetzt aber langsam, ne? Langsam, aber sehr mächtig. Muss man wohl überlegt einsetzen, ne? Was hast du denn da jetzt gefunden? Giftprobe. Keine Ahnung, für was die ist. Die werden wir bestimmt auch noch brauchen. Es gibt so Labore, glaube ich, auch, ne? Labore gibt's auch, ja. So Geheimlabore. Mhm. Oh. Oh, oh, oh. Das wäre jetzt beinahe tödlich. Oh, wir sind fast schon da. Und ich spring da einfach so runter, ne? Das wären schon mal 4 Fragmente. Brauchen wir mehr. Was ist das hier cool für ein Dampf? So eine Lava? Lava, ja. Ich will da nicht einfach runterspringen. Ich habe Angst, dass ich in die Lava knalle, ehrlich gesagt. Warte, ich baue dir. Ich hab Schiss. Natürlich. Größer kannst du die Plattform nicht bauen bei meinen Sprungkünsten, ne? Ah. Oh, 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 verdammt nochmal. Na! Ja, so kann man das auch machen. Ja. Profis halt, ne? Profis am Werk. So, weißt du, was ich jetzt mal probiere? Ob das geht, wenn ich da über die Lava einfach... Ja, haha, sehr schön. Dann falle ich da nämlich nicht rein. Genau. So. Und sowas bei mir war, gab es ja vorher in diesem... In dieser anderen Dimension, wo ich war, gab es ja auch Lava. Und da hätte ich das nicht machen können, wie Scobbing jetzt macht. Weil ich da auch nichts bauen hätte können. Also nicht nur abbauen ist nicht möglich, sondern auch bauen ist nicht möglich. Ja, das macht natürlich schwieriger dann. Ja. Da waren auch Kettensägen und alles mögliche war da drin, Scobbing. Kettensägen, cool. So, hier sind 2 Fragmente, die baue ich mal gleich ab. Jo. Und ich gehe hier rüber. Da unten sind auch noch 4 Fragmente. Wie viel brauchst du eigentlich? So viel brauchst du, glaube ich, gar nicht mehr, ne? 10 oder so. Ich sammle mal wieder ein bisschen Schlamm mit für den Herrn Gomminger. Der wollte immer im Schlamm baden. Na, das war nur für den Ofen. Ja, 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 ja. Obwohl, so ein Schlammbad soll ja gesund sein. Ich weiß auch nicht, ob das... Ich befürchte nur, das verstopft die Kiemen. Ach so, ach ja, Vielleicht bist du so ein Schlammfisch, sowas gibt es da auch. Schlammfisch, genau. Ja, das ist ja ein wie heißt das? Hyottl oder so? Also wie diese Hexalottels oder wie? Das sind ja so Mulche, glaube ich. Ja, genau. Ja, in der Tat. Die sehen auch so ähnlich aus wie mein Kopf. Wobei ich hätte da auch ganz andere Köpfe nehmen können. Es gibt da auch Fischfinnen und so. Also Flossen richtig und so. Ich möchte jetzt mal was sagen. Ich habe natürlich wieder voll die Zeit verpeilt und wir haben Überlänge diese Folge. Wir sind aktuell bei 35 Minuten. Ja, da freuen sich die Zuschauer doch. Ich hoffe es mal. Aber ich würde sagen, es ist guter Schluss. Ich habe meine Kernfragmente zusammen. Ja, ich habe ja auch noch ein paar für dich mitgenommen. Genau. Da hinten wären auch sonst noch ganz viele gewesen, die hätte man sonst ganz schnell noch abarbeiten können. Ich weiß halt, hier ist aber noch Eisen.
Na, unbedingt mitnehmen. Ich weiß halt nicht, ob wir die für was anderes auch noch brauchen. Von dem her wäre es eh nicht vielleicht verkehrt, wenn wir noch ein paar mehr haben. Ich glaube, wenn ich das vorhin richtig gesehen habe, kannst du aus den Fragmenten Schießpulver machen. Ah, okay. Wofür das jetzt wieder gut ist, weiß ich nicht. Ich vermute mal für gewisse Schusswaffen, aber sicher bin ich da nicht, weil die Pistolen haben wir jetzt auch ohne Pulver gefeuert. Vielleicht für Bomben oder so. Wer weiß, was da noch alles gibt. Ja, das ist ja eben. Ich nehme jetzt das noch mit und dann würde ich sagen, beenden wir mal die Folge. Bin ich das oder bist du das? Das bin ich. Ach, das sind Pflastersteine. Ja, okay, das kann man natürlich auch sofort erkennen. Ja, jetzt müssen wir aber noch hoch eigentlich. Ja, natürlich, nach oben müssen wir auch. Und aber dann, das könnten wir ja dann theoretisch in der nächsten Folge machen. Ja, die Frage ist, wollen wir das den Leuten überhaupt zeigen, wenn wir uns nach oben kämpfen? Oder fangen wir wieder dann in der nächsten Folge oben an? Was meinst du, Hipcominger? Wir können es auch einfach quasi den Leuten ersparen. Da wird ja nicht viel passieren. Nee, wir hüpfen ja nur nach oben und töten ein paar Monster. Also, wir ersparen euch das an der Stelle einfach mal und werden gleich einfach nochmal hochgehen und dann nächstes Mal wieder im Raumschiff anfangen. Solltet ihr sowas natürlich sehen wollen, einfach in die Kommis damit. Dann werden wir in Zukunft natürlich auch das nicht außerhalb der Reihe machen. Genau, dann werden wir euch das nicht mehr enthalten. Aber ich denke mal, es ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend. Ich baue hier gerade mal Gobinger die also den Boden weg. Also nach oben was finden, dann werden wir dann natürlich das in der nächsten Aufnahme wieder drin haben. Ja, definitiv, wenn wir wieder... Oder wenn es Mühe mal wieder schafft, dass er stirbt. Keine Angst, Hilfe naht in Form eines Bogens. So, dann... Oh, Eis. ja, ich wollte dir die Folge beenden. Ja, Männer und Damen, alle, die wo zuschauen, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Starbound. Ja, auch hier danke fürs Zuschauen und tschüss. Tschüss.